Willkommen zu Let's Play Eador Genesis, die Kampagne Teil Nummer 53. Wir schlagen uns tapfer, wir schlagen uns hart, aber wir kommen nicht vom Fleck. Ihr werdet fragen, warum? Ganz einfach, weil unser Hauptheld nichts gebacken kriegt, unser Sekundärheld. Der Mann hat's einfach nicht drauf. Es ist hart, es ist unerbittlich, aber so sieht's nun mal aus. So, der kriegt die neuen Pfeile. Die Vampirismus-Schriftrolle, die hilft uns wahrscheinlich gerade eh nichts. Wir werden uns also... Wie viele Gegner haben wir eigentlich auf dieser Karte? Zwei. Wir werden uns also hier mal stilvoll ausbreiten. Was haben wir denn hier eigentlich? Free Settlement, Savage Wood, Deadly Swarms, Goblin Lands, Giants Land, Brigands Outlaws und Princess Lands. Also wir haben schon festgestellt, hier gibt es nichts, was wir umlegen können, weil unser Held einfach komplett unfähig ist. Selbst angenommen, hier ist keine starke Armee, sehe ich fast keine Chance, wie unser Held das reißen könnte. Die Gargoyles haben wir festgestellt, schafft er nicht, die Brigands schafft er nicht, die Battlemates schafft er nicht. Also wird unser Held mal hierher gehen und hier mal für klar Schiff sorgen. Und in der Heimat... Wisst ihr, was ich denke? Ich denke, wir beschaffen unserem Freund eine andere Armee. Was kostet denn da einer? Mal so rein. 25 und 10. Sechs, vier, vier. Und unser Held hat was für Fähigkeiten aktuell? Wir können auch gerade eigentlich kein Ritual abziehen, das uns irgendwie hilft. Gehen wir mal dahin. Okay. Rauf auf den Hügel. Nein, nicht du. Der Chef rauf auf den Hügel. Der Rest geht in Positur. Und dann schauen wir mal, was die so bringen. Wir räumen gleich mal ab. So. Mutiger Zug. Stolzer Abgang. Ein Schaden. Wo hast du denn den Speer her? So. Wir räumen auf. Wir gehen mit unserem Heiler nicht nach vorne, da der hier immer noch Speere schmeißen kann und uns die Speerschmeißerei echt auf den Sack geht. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber... Wow! Da hat aber jemand was gelernt. Das ist ja unglaublich. So. Ein stolzer Pfeil. Ein netter Versuch. Ein klarer Sieg. Was ich auch machen könnte, das klingt jetzt vielleicht leicht bekifft, ist aber vielleicht gar nicht mal so blöd. Nämlich, dass ich ein paar von meinen guten Barbaren an den Commander übergebe. Okay, die Idee hat sich gerade erledigt, weil wir auf den Feind gestoßen sind. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß echt nicht wo. Hier ist niemand.
Sommer. Wir gehen hier mal weiter vor. Irgendwo läuft hier was, was wir nicht wissen. Vier Pegasi, das schaffen wir nicht. Ich frage mich, wo also ist der Feind? Wir bauen hier mal ein Storehouse. Und in der Heimat sorgen wir dafür, wo fehlt, da fehlt das Geld. Na super. Dann rücken wir hier mal vor. Ach, das waren die Pegasi. Okay. An Pegasi bin ich jetzt nicht so ein Freund. Pegasi sind nämlich echt heftig. Außer man hat Barbaren, die so gut sind, dass wahrscheinlich Conan bei ihnen noch was lernen könnte. Eine Heilung bitte sehr. Oh, das war nicht nett. Das war überhaupt nicht nett. Was haben denn die für... Oh je, die braucht man gar nicht. Da braucht man gar nicht den Versuch zu unternehmen, die irgendwie zu beeinflussen. Das ist jetzt natürlich schlecht, weil wir jetzt echt Gefahr laufen, dass die unseren Helden abmurksen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay, wir hüpfen mal hier zurück. Vielleicht kann der ja mal das hier schaffen. Und du bleibst dabei, dass du die Pegasi hier abmurkst. Ist ja unglaublich. Lassen wir uns hier schon von ein paar Pegasi beeindrucken. Der bleibt mal da stehen. Nee, der geht mal hier hin. So. Dass einer den Haupthelden angreift, ist okay. Damit kann ich leben. Wichtig ist, dass das nicht zur Gewohnheit wird. So. Now we start dancing. And we know how to dance. Funktioniert doch, man muss nur wollen. Jawohl. Acht Brigand Thief Assassin Bowman. Das sind deutlich mehr als wir haben. Und wir wollen so weit wie möglich von dem Assassin weg. Von dem Bowman weg. So. Weil ich das starke Gefühl habe, dass wir das auch wieder nicht schaffen können.
Ja. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt egal, wenn ich dafür genügend Erfahrungspunkte, wenn ich den Kampf schaffe und ich kriege genug Erfahrungspunkte mit meinem Hauptheld, dass wir hier wieder heil rauskommen, was ich inzwischen nicht mehr beschwören würde, dann soll es mir recht sein. Wobei, wie ihr seht, das wird auch nichts. Das kann man schon sehen, das kann man schon sehen. Nee, der reißt hier nichts. Das ist völlig uferlos. Also zurück in die Vergangenheit, auch wenn es weh tut, auch wenn es langweilig ist, tut mir leid. Tja. Du guckst dich hier weiter um. Zu was anderem bist du leider gar nicht fähig. Den Kampf kennen wir ja schon. Da müssen wir uns einfach so positionieren, dass niemand an uns rankommt, ernsthaft. So. So. Wir tun unser Bestes. Und erledigen das Problem. Sehr schön. Und du gehst jetzt mal nach Hause. Das kann man ja nicht mehr mit angucken. So. Was bauen wir hier? Natürlich auch wieder eine Sawmill. Savage Wood, Norman Steppers. Haben wir hier eigentlich wirklich? Ich dachte, wir hätten hier auch irgendwo Norman Steppers gehabt, aber dann haben wir wohl uns um das Problem schon gekümmert. Deadly Swamps, Norman Steppers, Savage Wood. Wir gehen mal hier entlang. Wir müssen mal wissen, was hier überhaupt läuft und warum der uns einen Feind anzeigt, obwohl gar keiner da ist. So. Drei Giant Spiders. Jumai. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Die fangen wir gleich mal in Form schön zuzuregnen. Dann lassen wir sie mal kommen. So, und wir gehen hier gleich mal in Heilerpositur, weil gleich wird es was zu heilen geben. Ja, das war abzusehen. Zusammen mit dem Gift ist das wirklich widerlich. Aber noch kein Problem. Problem gelöst.
Wir sollten langsam mal daran denken, unsere Pfeile. Oder wisst ihr was? Wir bauen hier ein Storehouse und reparieren uns mal. Taktisch klug. Und dann laufen wir mal hier rüber, weil ich habe es einfach im Urin, dass der Typ irgendwo rechts von uns ist. Wir kontrollieren hier unsere Grenzen. Das sieht soweit noch in Ordnung aus. So. Du brauchst eine andere Armee. Weil so passiert bei dir irgendwie gar nichts. Vierzehn, 8. Du bist prinzipiell teuer, das war einfach Geldverschwendung. So. Dann besorgen wir dir noch eine andere Waffe. Ach, das kann er natürlich nicht führen. So. Es ist ein Trauerspiel, es ist ein Trauerspiel, es hilft nicht viel. Giant Spiders schaffst du, glaube ich, nicht. Das schaffst du alles nicht. Was könntest du denn jetzt schaffen mit dieser Armee? Battle Mages vielleicht. Obwohl, die sind ja auch magisch veranlagt. Aber wir haben dementsprechend wahrscheinlich auch bessere Resistenzen jetzt. Das heißt, wir gehen einfach mal davon aus, dass wir das dann gewinnen können. Ist vielleicht ein Irrglaube, aber ist jetzt gerade mal so die Idee, die ich habe. Noch mehr Riesenspinnen. Ich mag ja persönlich gar keine Spinnen. Also es ist nicht so, dass ich arachnophob bin, aber egal bei welchem Spiel, Spinnen sind immer eine echt schlechte Idee. Hast du Spinnen gegen dich, hast du immer ein Problem an der Backe. Das ist so. Das kam jetzt nicht so unerwartet, wie ihr vielleicht denkt. So. 7 Schaden. Du bist ja voll die Wahnsinnsspinne. Voll die Mörderspinne. Wie kriegen wir unseren Mann geheilt, ohne dass wir unser Kampfsystem außer Acht lassen? So. Wundervoll. Hat doch funktioniert. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt werden wir ja wohl irgendjemand klein kriegen hier. Wir bauen wie immer eine Sawmill. Kämpfen uns hier mal weiter vor. Das könnte auch alles irgendwann mal granatenmäßig nach hinten losgehen, wenn ihr mich fragt. Aber ich kann euch ja schlecht fragen, weil ihr gebt ja keine Antwort. Wuhu! Das sind viele. So. Solange ihr das so macht, können wir das echt eine Weile durchhalten. Und wir sind im Wald, das hilft uns mehr als euch. Schöne Idee. Leider vollkommen nutzlos gegen uns. Wir bleiben mal, wo wir sind und lassen sie kommen.
Das war nicht nett. Das war ja mal gar nicht nice hier. Ja, es ist einfach der Ausbildungsstand der Truppen, der den Ausschlag gibt. Das ist nicht mal so der Held. Aber der Fakt ist einfach, dass diese Jungs hier alle wahnsinnig gut trainiert sind. Und das macht sie einfach zu entsetzlich guten Infightern. Was man einfach vom Rest von diesen Missgeburten hier nicht unbedingt sagen kann. Und die Mobilität, klar, die Mobilität macht es auch aus. Wir sind mobiler als jeder auf uns gestoßene feindliche Rest. Wir heilen uns. Ansonsten sorgen wir hier für klar Schiff. Danke. Oh, wir sind vergiftet. Was für ein Unmensch. Aber auch hier Sieg auf der ganzen Linie. Command, sehr schön. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Und wir nehmen Attack. Sehr schön. Jetzt will ich doch mal sehen, ob diese neue Armee vielleicht mal irgendwas reißt. Das ist vielleicht, ihr werdet jetzt sagen, das ist nicht der optimale Gegner für uns. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Armee jetzt einiges können sollte. So, können wir jemanden netzen oder seid ihr alle gegen Netz gefeit? Ihr seid alle gegen Netz gefeit. So. Okay. Das Schöne ist, ihr macht mir genauso wenig Schaden wie ich euch. Wow. Ausnahme der hier Anwesenden. Okay, Curse tut mir jetzt in dem Fall sogar richtig weh, weil ich das nicht ausgleichen kann. Sehr schön. So, jetzt müssten dem aber langsam mal die Munition ausgehen. Sehr schön, bringt ja auch mal jemand um. Dachte schon, ich bin der Einzige, der hier arbeitet. So. Na, immerhin zwei verloren, zwei ausgeschaltet. Wenn das für einen Stufenanstieg reicht, soll es mir egal sein. Und wir kriegen Health. Das hilft uns mal überhaupt nicht. Das ist doch zum Davonlaufen.
Tja. Das können wir schon allein deswegen nicht nehmen, weil wir schon wieder Health gekriegt haben. Und Health hilft uns gar nichts. Es ist ein Trauerspiel, ich sag's euch. Es ist ein Trauerspiel. Wir kriegen überhaupt nichts gebacken. Gar nichts. Wie weit geht denn das Land hier noch rüber? Gar nicht so weit. Ja gut, aber was sollen wir anderes machen? Das ist der Weg, wie es läuft. So. Andere Aufstellung diesmal. Wir setzen auf First Strike. Diesmal fangen wir an, den Leuten richtig ernsthaft weh zu tun. So. Ja, ihr werft weiter Messer, das dürft ihr gern tun. Mein Hauptheld schlagt dürft ihr auch, der hat mehr Lebenspunkte als ihr Haare auf dem Kopf. Obwohl die sehen ziemlich kahl aus. Aber egal. Okay, wildes Messer werfen. Darf man tun. Das darf man nicht tun. Das ist absolut nicht erlaubt. Unverschämtheit, dass sich die Leute hier immer rausnehmen. So. Du tust jetzt auch was für dein Geld. Ich habe ja diese schlimme Befürchtung, dass wir hier wieder jetzt mit irgendwas anderem, jetzt kriegen wir wieder Health. Oh, ist das ein Trauerspiel. Ist das ein Trauerspiel, ich sag's euch. Sollen wir das überhaupt nehmen? Eigentlich können wir das gar nicht nehmen. Ich spring mal zurück und nächstes Mal überlegen wir uns was anderes.